Rolex Ochse. Und dann ganz tricky diese Linienführung jetzt gleich auf den Steilsprung und dann in der Distanz weiter auf den Ochse und danach gleich links rum auf den Steilsprung, der da schon wieder steht. Also von der Linienführung wirklich richtig anspruchsvoll. Die breite Planke, dann die dribbelbare und die dreifache Kombination folgt unmittelbar danach. Keine richtige Zeit zum Durchschnaufen und danach immer noch nicht. Es geht direkt weiter zum 12er und damit ist er dann im Ziel. 0 Punkte für Nicolas. 4 Punkte bringt er mit aus der ersten Runde. Harley van de Bischop dabei, in Belgien gezogen, 11 Jahre alt. So, es geht gleich mit einem Ochser los. Da nochmal so ein bisschen Zeit von 1, 2 auf 3. Aber dann nach 3 geht schon richtig zur Sache. 3 AB, dann direkt gleich weiter die Linie auf den 4er hier nach. Der ganz schmale Steilsprung. Vorher 4, 5 Meter die Hindernisse breit und dann kommt da so ein 3 Meter Ding. Und jetzt geht es in diese Schlag-auf-Schlag-Linienführung mit dem Ochser, dem Steilsprung und ganz schnell dem nächsten hochweit und danach gleich links rum auf diesen Plankensprung. Der Weiße, der da steht, da nimmt er sich viel Zeit, holt weit aus und hat den Fehler doch. Aber es gab, wie gesagt, viele, viele Fehler bei diesem schwierigen Kurs, den wir gesehen haben. Philipp Weishaupt auch mit 8 Punkten, der hier markiert wird. Auch André Thieme hat 0, den sehen wir gleich. War vor 2 Jahren auch bei den Olympischen Spielen dabei für und mit Brasilien, als die Brasilianer 5. im Mannschaftswettbewerb wurden. Meinte schon, diese Linie sei das Besondere, das besonders schwere. Vater. Und konnte. Aber hier sind es nochmal 0 geworden für